Es ist still geworden. Ich bin allein hier am Feuer. Ich bin noch ganz aufgeregt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe Angst. Dabei habe ich mich so gefreut, Jesus zu begegnen. Mit ihm wollte ich reden. Ihm wollte ich meine Fragen stellen. Doch dazu kam es nicht mehr. Mein Vater hat mich mit hierher genommen, zu dem hohen Priester. Wir saßen am Feuer und hörten, was die Soldaten erzählten. Jesus wurde verhaftet. Jesus wurde zum Tode verurteilt. Er musste zu Pilatus. Dort schrie die ganze Menschenmenge: Kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm! Ich verstehe es nicht. Es ist noch gar nicht so lange her, da riefen alle: Hosianna, gelobt sei der, der kommt! Wie einen König haben sie ihn empfangen. Und jetzt? Jetzt schreien alle: Kreuzige ihn! Auf dem Weg nach Golgatha ist er. Dort möchte ich es auch sein. Ich muss hinterher. Ich muss sehen, was mit Jesus geschehen wird. Vor den Mauern der Stadt liegt der Hügel Golgatha. Dort soll Jesus gekreuzigt werden. Die Soldaten schleppen ein Kreuz aus Holz herbei, legen es Jesus auf den Rücken und führen ihn hinaus vor die Stadt. Viele Menschen folgen ihm. Das Kreuz ist schwer. Jesus kommt kaum voran. Da rufen sie einen Bauern, der gerade von seinem Feld nach Hause kommt, Simon von Kyrene. Ihn zwingen sie, das Kreuz zu tragen. Endlich erreichen sie den Hügel Golgatha. Die Soldaten halten an, legen das Kreuz auf die Erde, packen Jesus und nageln ihn an. Dann richten sie das Kreuz auf. Noch zwei andere Kreuze stehen auf dem Hügel, rechts und links von Jesus. Zwei Verbrecher hängen dort. Hey, ruft der eine zu Jesus hinüber, wenn du wirklich der König bist, dann zeig uns doch, was du kannst. Steig doch vom Kreuz herab, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, recht so, spotten auch die Priester und Ratsherren, die dabei stehen. Seht doch, anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König der Juden ist, dann soll er jetzt zeigen, was er kann. Dann wollen wir ihm gerne glauben. Aber nichts geschieht. Mit ausgestreckten Armen hängt Jesus am Kreuz und lässt alles stumm geschehen. Es ist Mittag. Plötzlich wird es ganz dunkel. Die Sonne verschwindet und Nacht bricht herein, mitten am Tag. Stunden vergingen, aber es scheint, als wolle der Himmel nie mehr hell werden. Da schreit Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hört, spotten sie, jetzt schreit er um Hilfe! Und einer von ihnen nimmt einen Schwamm, taucht ihn in Essig und gibt diesen Jesus zu trinken. Aber die anderen spotten weiter: Halt, lass sehen, ob ihm einer hilft. Doch Jesus schreit noch einmal laut auf und ist tot. Aber sieh da, plötzlich bebt die Erde und im Tempel reißt der Vorhang mitten entzwei. Unter dem Kreuz aber steht der römische Hauptmann mit seinen Soldaten. Als er sieht, was geschieht, ruft er: Wahrhaftig, dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Es ist Abend. Jesus hängt noch immer am Kreuz. Die Menschen sind längst nach Hause gegangen. Nur ein paar Frauen stehen unter dem Kreuz. Sie sind Jesus bis hierher gefolgt. Aber nun ist ihr Jesus tot. Wer soll ihn nun vom Kreuz abnehmen und wer soll ihn nun begraben? Da kommt ein vornehmer Herr auf den Hügel Golgatha.
Es ist Josef von Arimathea, ein heimlicher Freund Jesu. Er nimmt den Leib Jesu vom Kreuz ab, wickelt ihn in weiße Tücher und trägt ihn behutsam hinunter zu seinem Garten. Dort ist eine Grabhöhle in den Fels gehauen. Da legt er Jesus hinein und schiebt einen großen Stein vor die Tür. Als die Frauen das sehen, nehmen sie sich vor: Wenn das Fest vorüber ist, wollen wir zum Grab gehen und Jesus einsalben. Der nächste Tag ist ein Festtag. In Jerusalem ruht alle Arbeit. Aber die Priester und Ratsherren finden keine Ruhe. Wer weiß, denken sie, vielleicht wollen die Jünger Jesus aus dem Grab stehlen. Dann werden sie behaupten, Jesus sei gar nicht tot. Aber das müssen wir verhindern. Noch am selben Tag gehen sie zu Pilatus und bitten ihn: Stell eine Wache auf, die das Grab bewacht. Da gibt ihnen Pilatus Soldaten, die das Grab bewachen, bei Tag und bei Nacht. Jesus, ich danke dir, dass du für mich und für alle Menschen diesen Weg ans Kreuz gegangen bist.